Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Aktuelles rund um die Salzlandsparkasse. Heute in einer Geschäftsstelle in der Altstadt in Stassfurt, direkt am Stadtsee. Und wir sind hier heute in einem Kundenberatungszimmer, auch mit Pandemie ausgerichtet, mit Schutzscheibe. Und dahinter befindet sich Janine. Hi Janine. Hallo Timo. Janine ist Kundenberaterin, schon seit 2014, 2015 hier auch in der Geschäftsstelle. Das heißt, viele Kunden in Stassfurt werden sie kennen. Und ich habe dir heute mal eine Frage mitgebracht, wo ich einfach glaube, dass du sie am besten beantworten kannst. Und das ist das Thema, gerade wenn wir oft mit Kunden in Kontakt kommen, fragen viele: Mensch, warum muss ich denn jetzt zur ganzheitlichen Beratung in die Salzlandsparkasse kommen? Das ist eine gute Frage, Timo. Okay. Das ist auch eine Frage, die meisten Kunden haben, weil wie gesagt, momentan, man hat wenig Zeit, man will eigentlich, ich sag mal, an einem Badesee das schöne Wetter genießen, aber es gibt doch wichtige Themen, wo man drüber sprechen sollte. Ja? Mhm. Die Zeit ist sehr schnelllebig, es ändert sich sehr, sehr viel momentan, einfach auch aufgrund von Corona oder auch allgemein. Für den Kunden ist es sehr wichtig herzukommen, weil einfach wir sind der persönliche Wunscherfüller. Das heißt, wir können den Kunden dahingehend unterstützen, seine Wünsche zu erfüllen und eventuell denen doch den einen oder anderen Tipp zu geben. Ganz vielen Kunden ist das Thema Online-Banking sehr wichtig, wo es doch mal den einen oder anderen Tipp von uns gibt. Da ändern sich auch Verfahren. Der Kunde kommt einmal zu uns und bekommt halt alle relevanten Infos rund um seine Wünsche. Ja. Okay, das ist ja schon mal sehr, sehr viel, also warum der Kunde kommen sollte. Gerade nehme ich es jetzt so mit, immer um auf dem aktuellen Stand zu sein. Es ändert sich ja viel, wahrscheinlich auch rechtlich, wird ja sehr viele Punkte sein. Gibt es denn jetzt irgendwie auch so einen Zeitraum, weil wir melden uns ja immer in verschiedenen Abständen. Ich weiß, dass wir uns alle 2 Jahre immer beim Kunden melden. Ist das, warum machen wir das so in dieser Periode? Warum ist das sinnvoll? Genau, also das ist auch unser Tipp, alle 2 Jahre einfach mal über das gesamte Finanzhaus drüber zu gucken, weil die Lebensplanung kann sich ändern. Man kann heiraten, ein Kind kriegen, studieren, wo einfach dementsprechend natürlich sein, ich sag nur, das Girokonto sich ändert. Ja? Beispiel, man fängt ein Studium an, ist noch unter 25, das Konto kann natürlich kostenfrei weitergeführt werden, was viele Kunden gar nicht wissen. Beispiel, heiraten, da ändert sich ja doch viel, nicht angefangen von der Steuerklasse bis dahingehend Vollmachten fürs Girokonto hinterlegen, das ist ja doch. Ja, und gerade auch das Thema Versicherung, da kann man ja auch wieder dann sparen. Genau, Versicherung, man kann Unfallversicherung zusammennehmen, Hausrat, Haftpflicht, also da gibt es viele interessante Themen, wo man einfach A, Kosten sparen kann und B, natürlich auch das immer auf dem neuesten Stand haben sollte, damit nachher im Fall der Fälle man auch abgesichert ist. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut, also klingt für mich nach einer Kosten- und Zeitersparnis, gerade du übernimmst ja auch alles, wir machen ja alles da auch für den Kunden. Und wenn ihr auf dem aktuellen Stand seid oder für euch da auch ein Anlass sich geändert hat, nehme ich jetzt mit, meldet euch. Wie kann man uns denn auch am besten erreichen oder jetzt gerade auch dich? Genau, also man kann uns jederzeit erreichen hier, entweder in der Geschäftsstelle, übers Online-Banking, wo wir doch jederzeit, wie gesagt, erreichbar sind, telefonisch, per WhatsApp, übers Kundenkontaktcenter. Also es gibt viele Wege, wie man uns erreichen kann und wir sind, wie gesagt, für den Kunden jederzeit da. Das klingt sehr, sehr gut. Also wie gesagt, im Kundenkontaktcenter haben wir die Nummer 03925990. Da erreicht ihr uns immer von 8 bis 19 Uhr. Wir haben die E-Mail-Adresse info@salzlandsparkasse.de, gerade wenn ihr auch euren Berater vielleicht auch nicht mehr kennt oder nicht mehr wisst. Mir ist nur eins wichtig, zum Beispiel, wenn wir uns in den letzten 2, 3 Jahren bei euch vielleicht nicht gemeldet haben, kann es auch daran liegen, dass ihr vielleicht eine neue Handynummer hattet oder sich einfach die Kontaktdaten geändert haben. Ihr seid vielleicht umgezogen, habt nicht an uns gedacht. Dann kommt ruhig auch mal auf uns zu, wir sind in Geschäftsstellen da, ruft uns mal an, so dass wir wieder in Kontakt treten können. Und dann sage ich einfach, vielen Dank Janine. Bitteschön. Und euch eine schöne Woche, ich hoffe euch hat es gefallen. Bis dahin, ciao. Tschüss.